Servus Leute, Unterlöchen und willkommen zu meinem allerersten Video im Jahr 2022. Es ist wirklich unfassbar, wie schnell die Zeit einfach vergangen ist. Ich habe auch das Gefühl, mit Kindern vergeht die Zeit einfach viel, viel schneller. Naja, wie dem auch sei, es ist jetzt gerade hier bei mir der 1.1. und ich drehe das Video gerade für euch vor und es sind jetzt schon einige Bestellungen auf meinem Etsy-Shop eingegangen. Danke, danke dafür auf jeden Fall. Die werde ich jetzt dann auch noch gleich, ja, verpacken und dann losschicken bzw. einfach dann zum Briefkasten bringen. Den Link zu meinem Etsy-Shop findet ihr übrigens unten in der Infobox, da habe ich den einmal für euch verlinkt. Und wir haben auch sehr viele tolle Inspirationen gegeben, was ich denn noch so machen könnte für Spar-Challenges und da wird 2022 auf jeden Fall einiges auf euch zukommen. Ich möchte jetzt aber noch ganz kurz mit dem Jahr 2021 abschließen und einen Strich drunter machen, dass das endlich erledigt ist. Ich habe ja im Jahr 2021 erst so, ja, angefangen, sagen wir es mal so. Also ich habe im Januar mich da erst so ein bisschen rangetastet, was ich denn alles machen möchte damit. Und deswegen schließe ich jetzt einfach nur den Dezember auch komplett ab. Und im Jahr 2022 werde ich dann einige Änderungen vornehmen und das Ganze wesentlich detaillierter und ausführlicher auf jeden Fall hier in meinem Büchlein, beziehungsweise da kommt dann auch noch etwas anderes auf euch zu, aber ich werde das alles wesentlich detaillierter aufschreiben. Jetzt schließen wir mal ganz kurz noch mit dem Dezember ab und da habe ich jetzt auch schon einiges, beziehungsweise eigentlich so gut wie alles aufgeschrieben. Nur die Variablenkosten fehlen noch komplett von der Aufschlüsselung. Und wir haben ja am 31. noch den Einkauf getätigt. Aber das zählt ja zum Januar, weil der 1., also heute, ist eigentlich ja ein Samstag, aber ist ja ein Feiertag. Also haben wir gesagt, wir zählen das, auch wenn wir es im Dezember noch eingekauft haben am 31., zählen wir es trotzdem in den Januar mit rein, von der Berechnung her gesehen. Okay, wir haben jetzt hier die Kategorien. Einmal haben wir hier die Lebensmittel. Dann haben wir Sonstiges, Amazon Bildung. Das möchte ich ja dann auch wesentlich detaillierter machen, weil ich ja viele Sachen bei Amazon bestelle, manchmal zum Beispiel auch Kleidung, was ja dann eigentlich in die Kategorie Kleidung gehört. Also ich möchte das wesentlich mehr kategorisieren. Okay, Auswärtsessen, Kleidung. Und dann habe ich nur noch Sonstiges. Sonstiges. Okay, dann rechnen wir das alles mal zusammen. Vielleicht schaffe ich es ja dieses Jahr, dann mir mal einen Taschenrechner zuzulegen. Aber bis jetzt irgendwie, ja, gut, da brauche ich ja nichts rechnen. Das sind 419,41 Euro für Lebensmittel. Dann rechne ich jetzt erstmal das Sonstiges zusammen. 20, 25. Weil zum Beispiel jetzt auch hier bei den Sonstiges, das zählt ja eigentlich dann zur Investition noch mit dazu. Dann haben wir hier 3,30 Euro. 82,98 und die 14,49 Euro. Sonstiges haben wir dann 147,17 Euro. Amazon 9 Euro. Oder zum Beispiel hier, da habe ich ja dann auch Geschenke gekauft noch für die Große, was damit dazu kam. Das Geld habe ich, glaube ich, immer noch nicht bekommen von meiner Mutter. Da muss ich sie jetzt mal dran erinnern. 9,31 Euro. 15,90 Euro, 27,90 Euro, 12,95 Euro, 12,95 Euro. Amazon hat dank mir einen Umsatz von 103 Euro 85 Cent machen dürfen. Bildung war 267,86 Euro. Auswärtsessen, Gott, ich will es gar nicht wissen. Ich bin ja wirklich gespannt. Ich habe mir den Neujahrsvorsatz gemacht, beziehungsweise wir, dass wir wirklich nur noch einmal im Monat etwas bestellen und dann auch nur in Höhe von 70 Euro. Wir haben es übrigens nochmal ausgenutzt vorgestern. Die 27 hatte ich jetzt, oh Gott, ja doch, dann die 30,90 Euro und dann die 38,44 Euro. Das ist
erwähnt. Viel. Also da ist auf jeden Fall sehr großes Einsparpotenzial vorhanden. Und Kleidung hatten wir nicht allzu viel. Halt geschmarrig ist denn. Na gut, das hätte ich jetzt eigentlich komplett wegnehmen können, aber egal. Das und dann kam noch das damit dazu. So. Kleidung 54,15 €. Dann rechnen wir die variablen Kosten doch einfach mal zusammen. Das ist heftig. Das ist sehr heftig. 1552 Cent minus die 547 minus die 1311,28 € sind wir insgesamt bei einem Minus von 355,78 €. Meine Güte, ey, das muss ich definitiv ändern und bessern dieses Jahr. Aber ich bin auf jeden Fall guter Dinge, dass sich das ändern wird. Denn ich habe mir die Ziele wirklich sehr spezifisch und genau festgesetzt und da bin ich auf jeden Fall guter Dinge, dass ich mich da dann dran halten werde, weil diese ganzen schwammigen, ja, Formulierungen mit ich möchte abnehmen, ich möchte mich gesund ernähren, ich möchte mich Sport machen, ich möchte mir Geld sparen, ich möchte weniger Geld ausgeben, ja, das funktioniert halt bei mir einfach nicht. Darum habe ich das Ganze jetzt halt etwas detaillierter und ausführlicher gemacht. Ja, aber ansonsten bin ich trotz alledem relativ zufrieden mit dem Ganzen, wie es jetzt halt gelaufen ist. Warum habe ich da eigentlich Bilder hingeschrieben und nicht Bildung? So, Bildung. Wobei man bei der Bildung noch dazu sagen muss, dass wir ja auch, wir machen ja eine Steuererklärung, ne? Vor allem, wenn man selbstständig ist und ein Gewerbe hat, muss man eine Steuererklärung abgeben. Also haben wir gesagt, wir machen generell komplett eine Steuererklärung und da haben wir ein bisschen was zurückbekommen und da bekomme ich dann auch, beziehungsweise von der Steuererklärung, von dem Geld, was wir zurückbekommen haben, nutze ich auch einen Teil, um da eben den Fernlehrgang zu bezahlen. Also ja, das müsste ich eigentlich theoretisch in meine Berechnungen mit aufnehmen. Aber das ist mir ehrlich gesagt auch ein bisschen zu kompliziert. Wahrscheinlich werde ich das dann so machen, dass das Geld, was ich dann von der Steuererklärung hernehme für den Fernlehrgang, dass ich das dann einfach davon abziehe und ich den Fernlehrgang an sich etwas preiswerter dann quasi mache hier. Wenn ich jetzt zum Beispiel 100 € von der Steuererklärung hernehme, beziehungsweise von dem Geld, das wir da bekommen haben, dann würden das jetzt nur noch 167 € sein. Ne? Das würde dann natürlich hier auch weniger werden, also hätte ich dann hier nur noch eine Belastung von 255 statt 355. Aber wie gesagt, das werde ich jetzt dann erst im neuen Jahr machen. Und wundert euch nicht, warum ich hier nichts habe. Ich finde meine Jacke gerade nicht. Und ich war auch zu faul, mir einen Pulli drüber zu ziehen. Also dachte ich mir, hey, und es ist ehrlich gesagt auch total warm. Also für Winter und ja, Weihnachten und Silvester, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin echt auch überhaupt nicht in der Stimmung gewesen. Aber naja, das Jahr ist jetzt komplett abgeschlossen. Das neue Jahr 2022 kann nur besser werden. Und ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall gut reingerutscht. Falls ich es noch nicht erwähnt haben sollte, möchte ich euch hiermit natürlich auch nochmal ein gesundes neues Jahr wünschen, dass eure Wünsche und eure Ziele in Erfüllungen gehen, dass ihr ja diszipliniert seid und das einfach wirklich komplett dann durchzieht. Ich meine, was heißt komplett? Es gibt immer mal wieder Rückschläge, aber wichtig ist, dass man sich von den Rückschlägen nicht unterkriegen lässt und einfach immer wieder aufsteht. Auch ich bin des Öfteren wirklich auf meine Waffe geflogen und ja, ich bin dann einfach wieder aufgestanden, habe mich davon nicht unterkriegen lassen, wirklich aufstehen, Krönchen richten, weitermachen, so nach dem Motto. Und das kann ich euch auf jeden Fall mit auf den Weg geben. Lasst euch nicht unterkriegen und bleibt so, wie ihr seid. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.